Wirklich? Okay. Und genau. Fastenzeit. Die Fastenzeit. Ich schreibe es mir auf, wenn ich es gar nicht brauche. Dann fange ich mit dem Intro an. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Kirschbaum TV, liebe Freundinnen und Freunde von C und A. Hallo. Ich freue mich wieder, dass der Carsten und ich, dass wir Zeit haben. Nein, dass der Carsten Zeit hat für unser Format. Und genau. Herzlich willkommen und jetzt kommt's Intro. Schön, dass wir zusammen sind. Freut mich sehr, Alex. Hallo. Letztes Mal haben wir es, glaube ich, gar nicht gemacht, aber heute mal wieder Rückblick. Wie waren die Tage von dir oder was war Besonderes? Du darfst beginnen. Okay. Ja, die Tage waren natürlich jetzt geprägt von der Fastenzeit jetzt und auch mit den Terminen, die es in der Fastenzeit gibt. Und einen schönen Jugendgottesdienst haben wir gehabt. Familiengottesdienst, Entschuldigung. Aber ist fast dasselbe. Ja, waren auch Jugendliche da hoffentlich. Junge Leute da, genau. Ein sehr schöner Familiengottesdienst in Wurmlingen. War knallvoll und ja, auch toll vorbereitet von dem Familiengottesdienst-Team. Und ja, war wirklich schön. Ja. Und ich denke natürlich an unser gemeinsames Highlight zurück. Wir, ja. Genau, unser Stadionbesuch in Leverkusen zum Pokalspiel VfB gegen Leverkusen. Jawohl. Und als, ja genau, teambildende Maßnahme, so haben wir es verkauft. Ja. Aber ein bisschen war es auch so. Ja, genau. Wobei wir es gar nicht nötig haben, aber wir sind ein super Team. Aber es war einfach ein tolles Gemeinschaftserlebnis auch. Unabhängig vom Ergebnis, das leider nicht so toll war, ja. Verloren, aber Spiel war super. Ja. Genau. Und also wirklich auch die Reise, also Reisle war es eher. Wir sind also mit dem Zug hingefahren, mit dem Zug zurück und eine Nacht in Leverkusen verbracht. Aber es war eine tolle Geschichte. Absolut. Hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also war echt toll. Und meine Schwester wohnt ja in Köln, jawohl. Also direkt nebendran. Liebe Grüße. Ja, Gabi, hi. Hallo. Gabi, es war eine Freude und Ehre, genau. Mit dir die Zeit dort zu verbringen. Genau. Danke auch fürs Fahren zum Stadion. Ja, und genau. Zurück musste man leider laufen in der Nacht, aber tief deprimiert nach der Niederlage. Aber ja. es war insgesamt ein tolles Erlebnis, weil auch die Fahrt dorthin und die Fahrt zurück ist ja auch schon ein Erlebnis. Ja. Gemeinschaftserlebnis, unabhängig vom Spiel. Mhm. Und ja, war toll. Also war wirklich toll. Und ich war das erste Mal im Stadion von Leverkusen. Geht ja nur in Anführungszeichen 30.000 Leute rein. Aber tolle Plätze, beziehungsweise tolle Sicht aufs Fußballfeld. Also es war toll, war gut. Ja, wir sind ein bisschen benebelt worden von oben. Also von der Sitzreihe hinter uns. Ja. Ja, ja, stimmt. Okay. Mit einem besonderen Nebel, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Naja, also, wir waren unschuldig. Ja, genau, aber auf jeden Fall. Genau. Alex hat die obligatorische Bierdusche abbekommen, zumindest auf die Beine so. Mhm. Bei einem Tor von Stuttgart, aber gehört auch dazu. Ja. Und ja, ein Erlebnis in jeder absolut, Sicht. Absolut, genau, genau. Und bei dir, du hast ja auch jetzt so ja, tolle Momente gehabt, glaube ich. Gell? Ja, also bei mir war jetzt so, die Firmenvorbereitung ist jetzt intensiver gestartet mit der Fastenzeit. Und ein besonderes ja, Highlight, kann man schon sagen, das war der Klosterbesuch in Untermarchtal. Ich muss da immer dazu sagen, es ist freiwillig und wir haben insgesamt 60 Firmlinge, ungefähr 60. Und 21 sind mitgegangen. Also ein Drittel zu einem freiwilligen Wochenende. Und das freut mich schon bei allen. Ich habe mir schon ein paar Mal gesagt, ja, die Austritte nehmen auch bei uns zu. Und ich darf regelmäßig, muss regelmäßig auch die Austritte unterschreiben. Aber das ist wirklich ja, das, was Freude macht. Die sind da mit einer Lust und mit Spaß dabei, die Jugendlichen, und das überträgt sich dann auch auf mich, und das hat schon, das war ein tolles Wochenende. Das glaube ich. Und Kloster Untermarchtal, gute Küche auch, ja, das gehört natürlich auch dazu, Leib und Seele müssen zusammengehalten werden, und genau, ne, war schön. Das war gut. Das gibt da Motivation für den Dienst an sich und im Alltag, sage ich mal. Ich finde, es war auch schon fast eine perfekte Überleitung, Leib und Seele, gell? Darum geht es ja in dieser besonders geprägten Zeit jetzt.
Ja, fast, da wollte man ja drüber reden auch. Ja, genau. Unter anderem. Genau. Ja. Ja, Fastenzeit. Lieber Carsten, was bedeutet es denn für dich, für uns? Verzichtest du auf was oder wie sieht's aus? Also Fastenzeit natürlich Vorbereitung auf Ostern. Ich denke, das ist so das spezifisch Christliche an der Fastenzeit, das uns von anderen Fastenzeiten unterscheidet, dass es eben für uns auch eine Vorbereitung auf Ostern hin ist, aufs Osterfest. Und für mich ist die Fastenzeit so eine Art Trainingslager für die Seele, wenn man so sagen will. Ja. Besonders geprägte Zeit. Und für mich ist immer das Motto, das, was Jesus einmal gesagt hat, nämlich nicht, was in den Menschen reinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Menschen rauskommt. Also, dass in der Fastenzeit nicht in erster Linie darum geht, ja, was esse ich jetzt und wie sieht die schlanke Linie aus, sondern dass ich schaue, was aus mir rauskommt manchmal, also an Negativen, und dass nicht die schlanke Linie der Maßstab ist, sondern die Lebenslinie, dass die stimmt und dass man die Lebenslinie in den Blick nimmt, ja, und einfach schaut, ein bisschen auf sich schaut und überlegt, ja, was ist verbesserungswürdig und fähig und ausbaufähig im Leben, ja, was ja zum auch seine Defizite mal im Blick nimmt, nicht immer, ja, was man für ein toller Mensch ist oder so, sondern dass man auch mal die Kehrseite des Lebens so ein bisschen im Blick nimmt, so die Defizite, um sie in Positives zu verwandeln, ja. Also das, was aus dem Menschen rauskommt, macht ihn unrein, heißt für mich, mein Leben zu überprüfen, ja, was für eine, ja, Außenwirkung oder ich habe oder ja, was von mir ausgeht, so im Alltag und ja, in dem Sinne. Also weniger zu schauen, dass ich ja nicht zu viel Kalorien in mich aufnehme, sondern was aus mir rauskommt, das mal in den Blick zu nehmen. Was ja auch wieder so äußerliche Dinge dann wären, gell? Genau. Weil, ja. Da passt vielleicht mein Gedanke auch dazu. Jetzt am vergangenen Sonntag war ja das Evangelium, die Tempelaustreibung. Und das fand, oder vielleicht ist es dieses Jahr mein besonderes Fastenmotiv. Ja. Was möchte ich? Bei jeder Beerdigung sagen wir, dein Leib war Gottes Tempel. Also und mir, mein Körper ist sozusagen, oder mein Leib ist der Tempel Gottes. Und wenn jetzt Jesus da die Tempelaustreibung macht, was kann, soll er in mir hinauswerfen? Welche Geldwechsel oder welche falsche Gedanken sind da? Und wenn ich darüber nachdenke, fällt mir ganz viel ein. Ja. Und wenn mir da Jesus dann hilft, was so beim Inneren reine mache, dann ist das sicherlich gut. Also einfach ja an negative Gedanken, auch an vielleicht an falschen Dingen, die ich über andere denke. Und auch über mich selber, ja, wo verurteile ich mich selbst, was hindert mich am wahren Leben, und das einfach anschaue, sich Rechenschaft gebe und mit Hilfe von Jesus da dann ein inneres Reinmachen zu vollziehen, dann wäre das für mich eine erfolgreiche, in Anführungszeichen, Fastenzeit. Genau, also Frühjahrsputz für die Seele. Und genau, was sind meine Schafe, Rinder und Tauben, die ich raustreiben muss. Genau. Und für mich ist auch dieser positive Ausblick wichtig, das Osterfest, wo es ja darum geht, was könnte noch in mir auferstehen an Samenkörner, die der liebe Gott in mich hineingelegt hat, dass ich auch dieser Frage nachgehe. Ostern feiern wir ja die Auferstehung Jesu dann. Und es gibt vielleicht auch Dinge, die in meinem Herzen auferstehen müssten. Samenkörner, Eigenschaften, Fähigkeiten, die Gott in mich hineingelegt hat. Und dem auch ein bisschen nachzuspüren in der Fastenzeit, ist, denke ich, auch sinnvoll als Vorbereitung auf Ostern dann. Ja. Auf was ich mich auch immer in der Fastenzeit freue, es ist ja eine besondere geprägte Zeit, das sind tatsächlich zum einen die Bußgottesdienste. Wir machen das ja immer im Wechsel, ja, vor Weihnachten und vor Ostern. Ich finde es einfach eine, ja, besondere Zeit, um nochmal eben innezuhalten und über sich selbst nachzudenken und einfach, was läuft gut, was läuft nicht so gut, wo brauche ich einfach die Hilfe Gottes, um ja, mich dem, um das wahre Leben zu entdecken und zu spüren. Und auch die Kreuzwege. Also gerade heute Mittag sind für mich der Jugendkreuzweg und dann in der Gemeinde ein normaler Kreuzweg in Anführungszeichen. Aber
Da finde ich die Fastenzeit immer besonders, um diesen Sterben, Leiden und dann eben auch der Auferstehung Jesu Christi nachzuspüren. Das nochmal zu reflektieren, auch nachzufühlen und zu spüren. Und ja, das ist schon was Besonderes, was so in der Adventszeit nicht stattfindet, weil er natürlich Weihnachten vor der Tür steht. Und jetzt vor Ostern in diesen 40 Tagen, ja, das mache ich gern und das tut mir gut und irgendwie, ja, finde ich da auch Erfüllung dann drin oder so. Genau. Und einfach dem auch nachzuspüren, was sind meine Kreuzwegstationen? Bei Jesus wissen wir ja diese Kreuzwegstationen, die es da gegeben hat. Aber jeder von euch hat ja auch seine eigenen Kreuzwegstationen, so Kreuzwegmomente, wo das Leben eben nicht so flüssig dahinläuft, sondern auch mühsam ist, wo man auch was aushalten muss, was ertragen muss, wo man manchmal in die Knie geht, so wie Jesus dreimal in die Knie gegangen ist beim Kreuzweg. Was zwingt mich in die Knie? Und ich denke, der Kreuzweg, den man da in der Kirche dann auch betet oder vielleicht privat betet, soll man ja bewusst auch in Verbindung bringen mit dem eigenen Lebensweg. Wo sind meine Kreuzwegstationen, dass man da auch ein bisschen in der Fastenzeit nachspüren kann? Ja. Werbung und deine Anregungen dazu. Gerade man hat immer diesen ökumenischen Jugendkreuzweg von Düsseldorf, ist der vom Jugendhaus oder vom Jugendwerk. Und den darf man auch digital verwenden. Und ich werde den auf jeden Fall, der gefällt mir dieses Jahr gut, ist so ein bisschen Comic-Style-mäßig. Den werde ich auf jeden Fall auch auf Kirschbock TV Ah, hochladen. toll. Mit entsprechender Musik. Dann kann man, ja, hier vielleicht der Hinweis, wenn man Zeit hat, den dann anzuhören, auch in der Kirche. Da Grüße gehen raus an meine Schwester, weil die hat das mal zu mir gesagt, dass sie das machen hätte. Also, Ja, super. und das finde ich eigentlich ganz nett. Ja, gerade in der Corona-Zeit habe ich ganz viele Gottesdienste hier auf Kirchspark TV ja hochgeladen. Wie viele andere natürlich auch. Und da hat die gesagt, dass die manchmal dann einfach sich auch Zeit nimmt und in der Kirche das dann anschaut. Und das habe ich ein guter Gedanke gefunden. Von daher, Anregung an euch, wenn ihr eben keinen Kreuzweg vor Ort besuchen könnt, nehmt Kirchspark TV mit und schaut diesen besonderen Jugendkreuzweg Ja, sehr gut, 2024 genau. Ja, und mir wünsche euch einfach eine gesegnete dann Fastenzeit, egal wie ihr sie begeht, mit welchen Akzenten ihr sie begeht, dass es für euch auf jeden Fall eine fruchtbare Zeit werden möge. Ja, das wünschen wir euch. Mir gebe halt auch immer ein bisschen Anregung, klar, aber letztlich ist ja entscheidend, was ihr dann macht, wie ihr diese Zeit für euch gestaltet und einfach der Wunsch, es möge eine gute Zeit für euch sein, eine erfüllte Zeit. Und denkt dran, die Sonntage sind keine Fasttage. Gell? Also, ja, da darf man ruhig auch sich was gönnen, weil das ist der Tag des Herrn. Wir haben das gemacht. Genau. Grüße an alle, die an dieser Weinprobe dabei Ah ja, zum Beispiel, genau, zum Beispiel, gell? Genau. Ja, das ist einfach wichtig, ja. Und vor allen Dingen das Motto Jesu, wenn ihr fastet, macht kein trauriges Gesicht, sagt er im Evangelium. Also Fastenzeit soll nicht zur Bußzeit für andere werden. Also meine Buße soll nicht zur Buße der anderen werden. Also die sollen nicht unter mir leiden, unter meinem Fasten. Das ist immer ein wichtiger Grundsatz. Ja, Und das in diesem stimmt. Sinne, ja, Das genau. stimmt. Ja, in diesem Sinne. Ihr wisst ja, C und A. Auch auf YouTube für euch da.